willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein Vorurlaubs-Einkaufsvideo von Temu. Und zwar bin ich so mal im Kopf durchgegangen, was wir alles noch brauchen und habe dann mal geshoppt. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann müsst ihr dranbleiben. Zuerst einmal würde ich mich über ein Abo und ein Like sehr freuen. Und dann zeige ich euch mal so, was so ein paar kleine Must-Haves für uns eigentlich für den Urlaub sind. Zuerst haben wir hier mal eine wasserdichte Handyhülle, also so eine zum Umhängen, so eine Hülle, die dann auch mit ins Wasser kann. Werde ich natürlich hier erstmal vorsichtig testen und dann mal ein bisschen unter Wasser halten. Hauptsächlich brauchen wir die oder habe ich die besorgt, weil die Rosalind ab und zu auch mal Fotos im Pool machen möchte. Oder vielleicht können wir damit sogar Unterwasserbilder machen. Mal gucken. Die hat gekostet 2,68 Euro. Gab es in ganz verschiedenen Farben. Ich habe jetzt mal rosa genommen. Passt ja eigentlich am besten zu uns. Die haben wir auf jeden Fall benötigt. Dringend auch sogar, weil auch wenn wir keine Unterwasserbilder machen, möchte die Rosalind auf jeden Fall auch mal am Pool Bilder machen. Und bevor das Handy da nass wird, kann man sich lieber so eine Hülle besorgen. Da ist dann ja auch nicht so wichtig, dass die so hundertprozentig dicht ist. Aber ich werde sie vorher testen. Aber wir hatten schon mal so eine, ein bisschen kleiner in schwarz. Die war, ich meine, von DM. Die ist aber leider direkt nach dem ersten Benutzen kaputt gegangen. Dieses Band abgerissen und ich kriege es auch nicht mehr dran gefummelt. Ja, die war viel teurer. Hat nicht gehalten. Dann wollten die Kinder schon letztes Jahr so einen Reifen haben. Letztes Jahr hatten wir in Holland beim Bingo mitgemacht, da konnte man den gewinnen. Und wir haben ihn leider nicht gewonnen. Deswegen habe ich jetzt mal für die Mädels die Reifen bestellt. Ich habe 2 Stück bestellt. Genau, in Blau kostete der 5,88 Euro. Ist mehr so ein Türkis, würde ich sagen. Also ist so ein Meerjungfrauen-mäßiger Ring. Die werde ich auch nicht vorher aufpusten. Die nehmen wir so mit. Denn leider ist das ja so, dass man die nie wieder so klein bekommt. Also selbst wenn wir daher nach dem Urlaub die Luft rauslassen, sehen die nicht mehr so aus und passen auch nicht mehr so gut dann ins Gepäck. Ist leider irgendwie immer ein bisschen doof. Für die Olivia habe ich den gleichen in Rosa bestellt. Der war allerdings teurer. Der hat 9,98 Euro gekostet. Keine Ahnung warum. Den gibt es in 70 cm und in 90. Ich habe 90 genommen, damit die halt ein bisschen größeren haben. Wir brauchen ja jetzt nicht mehr so einen Schwimmreifen zum... ja, okay, die Olivia kann auch noch nicht schwimmen, aber hauptsächlich sollte der sein zum Beine drüber hängen und Po rein, so zum drauf rumgammeln. Ich denke, den werden wir genauso benutzen, Patrick und ich. Vorletztes Jahr auf Kreta hatten wir ein Geschenk bekommen, so einen schwarzen, riesengroßen, der aussah wie so ein Autoreifen. Und den haben die Kinder einfach geliebt. Und da kann ich auch nur noch mal als Tipp geben, bevor man in den Urlaub fährt, solche Sachen zu besorgen. Viel Auswahl hat ja auch Action, Luftmatratzen und so ein Gedöns ist im Urlaub also immer echt total teuer. Ja, dann habe ich für die Mäuse, da weiß ich aber nicht, ob die Rosalind das noch mag, eigentlich nicht. Aber im Urlaub vielleicht ist es dann was anderes. Ich habe für beide hier so ein Badeponcho besorgt. Denn wir hatten ja immer solche Badeponchos. Die letzten waren aber jetzt einfach auch schon klein. Und die konnte man hier sogar in Erwachsenengröße, also die gab es sogar in richtig groß. Habe ich jetzt nicht in Erwachsenengröße genommen, aber ziemlich groß. Gab es jetzt aber auch nur mit so Meerjungfrauen-Motiven. Ich hoffe, dass der Rosalind das trotzdem zusagt. Die sind auch so ein bisschen Mikrofaser, also echt fühlen sich auch schön an. Werde die nochmal vorher durchwaschen. Also wie gesagt, habe ich das Ding zweimal. Ich denke, im Urlaub wird das klar gehen. Wahrscheinlich auch hier im Schwimmbad zum Überwerfen wird es das schon gut finden. Also wie gesagt, gab es den in verschiedenen Größen. Kostete 10 Euro einer. 10,28 Euro. Die haben ja mal so komische Preise. Dann brauchten wir dringend noch hier so Aquaschuhe. Gibt es auch bei Action und gab es auch bei Aldi. Aber habe ich nicht die passenden Größen gefunden und auch irgendwie so komische Designs nur. Hier habe ich dann jetzt mal, genau, 4,19 Euro haben die gekostet. Auch so Meerjungfrau-mäßig. Ich habe 3 Paar bestellt, weil ich mir bei der Olivia nicht sicher, 30, 31, nicht sicher war. Die sind immer so eng. Aber vielleicht passen jetzt sogar die mittlere Größe sogar der Rosalind, weil ich denke, 36, 37 wird mehr sogar passen. Die habe ich jetzt einfach nur bestellt für den Strand. Wir wollten, vor 2 Jahren waren wir 2, 3 Mal kurz am Strand, aber auch nicht so richtig im Meer. Die Kinder noch irgendwie ein bisschen Panik oder sehr viel Panik vor Fischen. Ich hoffe, dass das dieses Jahr nicht mehr so schlimm ist. Zumindest haben sie gesagt, sie wollen ins Meer gehen. Jetzt habe ich hier die Schuhe extra deswegen bestellt,
weil bei uns in der Nähe ein Hafen ist und deswegen ist das Meer da ziemlich unruhig und wahrscheinlich auch Steine und so. Ich denke, damit werden sie sich sicherer fühlen und vielleicht eher auch ins Meer gehen. Also für 4,19 Euro oder 18 habe ich nirgendwo jetzt vergleichbar so Aquaschuhe gefunden. Ich muss auch sagen, ich finde die eigentlich jetzt auch sehr gut, dass die so richtig wabbelig sind. Manchmal oder oft sind die so sehr stabil und da kriegt man die Füße auch kaum reingequetscht. Dann habe ich noch, wenn ich da einmal bestelle, gucke ich auch nochmal so durch, habe ich noch etwas, was jetzt nicht für einen Urlaub ist. Und zwar ist das hier so ein Teil, wo man Tomaten, Weintrauben reinlegen kann und dann werden die so geviertelt oder geteilt. Fand ich irgendwie ganz cool zum Mitnehmen oder so. Funktioniert ja wahrscheinlich auch mit Erdbeeren. Habe ich gedacht, teste ich mal aus. 3,99 kann einem vielleicht das ein oder andere irgendwie erleichtern. Aus dem Alter sind die Kinder raus, dass sie die Weintrauben geteilt haben müssen, aber ich finde es eigentlich auch immer appetitlicher, wenn es irgendwie geschnippelt ist. Ja, dann habe ich mir noch eine Handyhülle bestellt, quasi auch für den Urlaub. Die haben ja echt mega Handyhüllenauswahl da. Hier kann man so die Hand reinmachen, was ich immer ganz cool finde, oder das halt auch so festhalten. Hat gekostet 3,11 Euro, da kann man nichts falsch machen. Und dann habe ich mir noch hier für meine Brille eine Kette bestellt. Ja, hier unten mit diesen Gumminöppels, die man in die Brille macht und dann kann man das umhängen. Finde ich auch ganz cool, weil ich ja eine Sonnenbrille und eine Lesebrille mehr oder weniger habe. Und dann kann ich mir die eine da immer umhängen. Die Rosalind hat sich auch 2-3 Sachen bei Temu ausgesucht. Also die wollte sie schon länger haben. Und da ich jetzt da bestellt habe, habe ich die Sachen mitbestellt. Weil für 2-3 Euro bestellt man da natürlich nicht. Und zwar ist das hier dieser Gesichtsroller, nennt sich das. Es ist eigentlich nur eine Silikonhülle hier oben. Füllt man Wasser ein, bis es voll ist. Dann wird es eingefroren und dann ist da so ein Eiswürfel drin, womit man sich so durchs Gesicht rollt. Ja, musste sie jetzt unbedingt haben für den Sommer. Ist, glaube ich, auch so eine TikTok-Sache, geht da irgendwie rum. Stelle ich mir jetzt auch ganz cool vor, wenn hier so ein dicker Eiswürfel ist und man sich da so ein bisschen übers Gesicht geht. Ist bestimmt auch schön erfrischend. Sie hatte nur die Idee auch, dass sie das mit im Urlaub nimmt, was ja nicht funktioniert, weil wir da kein Eis haben. 3,97 Euro. Gibt es auch sehr viel teurer bei Markenanbietern. Fand ich jetzt aber unnötig. Muss sie ja auch erstmal testen und ich denke, das wird auch wieder, wie ich schon gesagt habe, so eine TikTok-Sache sein und ruckzuck nicht mehr interessant. Ja, dann hat die sich nämlich hier so eine Creme bestellt in so einem... Da waren wir aber auch wirklich in jedem Geschäft und haben sowas gesucht und es gibt irgendwie keine Cremes in so einem Pumpspender, wo die Creme hier in der Mitte rauskommt. Ich hatte jetzt schon Sorge, dass da so eine richtig schlimme Creme drin ist. Ich habe auch gesagt, wir bestellen das, machen den Behälter aber leer und packen da deine Creme rein. Jetzt ist aber gar nichts da drin, umso besser. Da kann sie dann gleich ihre Creme reinfüllen und sie wollte unbedingt so einen Pumpspender haben, wo das in der Mitte rauskommt. 2,27 Euro zum selber befüllen quasi, was mir auch lieber ist. Ja, und das letzte Teil schon, was die Rosalind sich ausgesucht hatte, was sie lange haben wollte, ist so ein, ja, hier steht es jetzt als Salatdingens drin, aber ein Müslibecher to go wollte sie. Ja, hier unten zum Joghurt reinfüllen, oben Müsli, was sie sich reinkippt und hier ist auch sogar noch so ein kleiner Becher. Keine Ahnung, was man da noch reinmacht. Und eine Gabel ist auch dabei. Löffel wäre dann jetzt angebrachter gewesen. Aber sie isst ja kein Müsli mit Milch, sondern eher mit Joghurt. Dann passt es. So groß hatten wir uns den, glaube ich, auch nicht vorgestellt. Wir hatten nämlich nächste Woche einen Ausflug. Und da wollte sie das gerne schon mitnehmen. Aber ich glaube, weil wir haben so eine Mini-Kühltasche. Und ich wollte hier da einen Kühlakku reinmachen und die Brotdose und ein, zwei Trinkpäckchen, dass ihr was Kaltes hat, wenn es sehr warm wird. Und ich glaube, der Becher passt da gar nicht rein. Also dann ist zumindest die Tasche komplett voll. Dann kam ein zweites Paket. Kam nicht alles in einen Moment. Da sind jetzt aber noch ein paar Kleinteile vom Urlaub drin. Und zwar einmal eine tolle Sonnenbrille. Da habe ich mich irgendwie direkt verliebt für die Olivia. Und zwar sieht die so aus. Und sieht man das? Fand ich richtig cool. Ach guck mal, die passt mir sogar. So Teddybären in lila-rosa. Fand ich einfach richtig cool. Ich merke auch gerade, die ist komplett aus so einem relativ stabilen Plastik. Also die wird sie, glaube ich, nicht so schnell kaputt bekommen. Das ist ja mal so eine Sache mit den Kindersonnenbrillen. Die haben auch direkt nach einem Tag Kratzer auf den Gläsern. Also da gebe ich nicht gerne viel Geld aus. Man kann ja auch Kindersonnenbrillen kaufen für viel Geld, aber das finde ich Quatsch. 88 Cent hat die gekostet.
ja, da kann man da gar nichts falsch machen, selbst wenn die nur 3 Tage hält, wo ich jetzt aber im ersten Blick nicht von ausgehe. Dann habe ich mir hier so eine Tasche bestellt, die wollte ich schon ewig haben. Jetzt sind die Kinder eigentlich zu groß dafür, aber ich denke, es wird auf jeden Fall noch im Sand gespielt. Und zwar ist das so eine Strand- oder Spielplatztasche, so eine Netztasche, wo einfach der Sand dann komplett rausrieselt. Die hat auch noch hier so Außenfächer, was ich richtig cool finde, richtig viele auch rundherum. Da kann man dann noch etliche Sachen reinstecken. Und hier in der Mitte hat sie auch noch so ein Plastikfach, wo man Geld oder was weiß ich, was nicht nass und dreckig werden soll, reinpacken kann. Also richtig cool finde ich die. Wenn wir zum Strand gehen, können wir da alles reinkloppen und brauchen uns keine Gedanken machen. Weil ja auch immer so viel Sand an den Flipflops und so hängt, die kann man auch einfach hier reinstecken an den Seiten. Ja, fand ich richtig cool. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine Tasche schon besitzt. Weil ich habe die schon echt oft gesehen, aber irgendwie nie gekauft. Und jetzt war es dann soweit. 7,88 Euro. Ich freue mich schon aufs Benutzen. Auch Handtücher. Die Handtücher sind ja auch voll Sand, wenn man vom Strand kommt. Und dann hat man das immer alles unten in der Tasche. Dann muss man die Tasche noch irgendwo ausschütten. Ist echt nervig. Ja, und dann, da habe ich mit mir gehadert. Ich hatte der Olivia letztes Jahr von Temu richtig schönes Sandspielzeug, vorletztes Jahr sogar, gekauft. Aus so, ja, wie soll ich das sagen, so gummiartig. Also das kann man so zusammendrücken. Die klappen jetzt nicht richtig, aber so ein bisschen drücken. Fand ich richtig cool, ist auch richtig schön. Das benutzen wir auch nur noch. Aber ja, mich hat dieses Set hier noch interessiert für den Urlaub, denn das sind irgendwie 18 Teile, 4 Euro. Denn auch sowas ist im Urlaub total teuer. Ja, das sind jetzt hier nur so kleine Teile, aber ich fand es trotzdem ganz cool, weil man da halt auch nicht viel schleppen muss und trotzdem alles dabei hat. Da sind mehrere Schippen, mehrere Förmchen, gerade auch hier so Türme und so, da kann man sich eine kleine Burg bauen. Dann wird das auch mal was mit der Burg, wenn die so klein ist. Ja, fand ich ganz schön und für etwas über 4 Euro kann man da auch nichts falsch machen. Und es nimmt auch nicht so viel Platz im Koffer weg. Und dann haben die Kinder auf jeden Fall etwas am Strand. Also ich denke, wie ich gerade schon gesagt habe, die große Buddelzeit ist wahrscheinlich vorbei. Und da können sie halt so ein bisschen mit rumbuddeln. Letztes Teil habe ich hauptsächlich für einen Flug, um ehrlich zu sein. Aber es wird wahrscheinlich uns auch den ganzen Urlaub begleiten. Man sieht es jetzt so schlecht, weil da so ein fetter Aufkleber drauf ist. Das ist ein XO-Tic-Tac-Toe-Spiel aus Holz. Ist auch klein und dünn. Fand ich richtig cool fürs Flugzeug. Da kann man die X'e und O's so reinlegen. Kennt ja jeder, ne? XXO, dass man so eine Dreierreihe voll bekommt. Ja, fand ich richtig schön. Da werden wir auf jeden Fall mitspielen. Vor allem ist das richtig leicht, nimmt nicht viel Platz weg. Da hat man dann direkt schon im Handgepäck nicht so viel Platz verbraucht und trotzdem schon mal ein super Spiel zum Zeitvertreiben. Das können die Kinder vor allem auch mal alleine, also zu zweit spielen. Brauchen mich da nicht unbedingt bei, weil wir werden natürlich auch Uno und sowas einpacken. Ja, da braucht die Olivia immer noch mal so ein bisschen Hilfe auf jeden Fall. 1,67 Euro hat das gekostet. Vom Bild her habe ich es mir jetzt dicker vorgestellt, bin aber froh, dass es so dünn ist. Das waren so unsere paar Sommer-Urlaubs-Must-Haves noch, die noch mit mussten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hatte mal so in irgendeinem Video gefragt, ob ihr das sehen wollt, was wir noch so für einen Urlaub kaufen. Und da einige interessiert waren, habe ich gedacht, ich mache jetzt von unseren Einkäufen mal so kleine Videos. Also das ist schon mal dieses Video. Und dann folgen noch mindestens zwei weitere Videos. Also lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!